Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibären Manual. Für eine neue Folge gegen Protoss, mit dem Multibären auf der Katalyse-Allee. So, gegen Protoss wissen wir, was wir spielen. Auf jeden Fall ein Two-Gate-Opening. Und ja, danach ist alles offen. Ja, wir nicht wissen, was er spielt, wir wissen nicht, was. Also. Ich weiß nicht, was wir spielen. Und ja, Mirror-Matches sind halt immer so eine Sache. Gehen auf jeden Fall scouten. Vielleicht nimmt er eine frühe Echse, dann können wir gleich killen. Man sollte auf jeden Fall immer 2 Gate First spielen. Bevor man auf die Echse geht. So, dann nehmen wir noch zweimal Gas vorher. Passt da auf, dass er sein eigenes Gas nicht verliert. Oh, das war zu früh, das eine Gas. Aber egal. Gucken wir mal, was er macht. Ein Gas hat er, zwei Gas hat er. Ja, ähnlich Aufbau wie ich habe. So, nehmen wir das zweite Gate. Ohne Husten. Ohne Doppelgas. Oh, der will auf jeden Fall was Höheres gehen. Also kein zweites Gate. Da brauchen wir noch mal Pfeilen. Ja, aber du jetzt gleich Probleme kriegen, wenn er das nicht verhindert. Könnte auch Cannon Rush werden, aber naja, glaube ich nicht. Aber ein bisschen komisch schon, dass er hier oben rein ist. Das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Hat er seine Echse zu früh genommen oder warum? Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier. Ich adept. Nicht Stalker. Gelingend. Ich bin hier in den Schatten. So, wir brauchen langsam eine Echse, aber er hat nämlich auch noch keine. Der hat irgendwo ein Orakel gebaut, das sage ich. Das kann sein, ja. Setzen wir mal lieber was rein in die Base. Ich bin die Stimme, ich bin das Herz der. Ja, ein Vorgänger draußen. Das ist euer Da kommt Orakel, sehr schön. Oh, fies. Ganz wie ihr wünscht, kalt. Wir, was ist euer Beginn? Ich bin hier in den Schatten. Gut. Ich bin das Herz. Eure Sonden werden angegriffen. Stil, ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin hier in den Schatten. So. Ich bin. Eure Sonden werden angegriffen. Der Wichser hat wirklich. Ey, das ist so viel Energie sammeln kann, hätte ich nicht gedacht. Das ist euer Beginn. Gut, jetzt müssen wir drauf, anders schaffen wir das jetzt nicht mehr.
muss ein Stück zurück. Warum so lange da drauf? Ich bin das Herz der Finsternis. Wie Ebel. Ah, das ist nichts gebaut. Na gut, das haben wir verloren. Zu viele Voids. GG! Da hat er gewonnen. Kommt er gleich rüber mit seinen Voids. Ein doofer Orakel, naja. Das doofe Orakel. Na, ja, damit haben wir eigentlich verloren. Das können wir nicht mehr ausgleichen. Jedenfalls glaube ich es nicht. Er hat definitiv mehr Einkommen, mehr Voids. Und wir haben gar nichts. Könnte theoretisch fast sogar über drüber rennen. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Kommt wahrscheinlich nicht, er wird jetzt mal exen. Ich hätte einen Stalker hinten behalten sollen. Das war natürlich blöd. Ganz blöd von mir gewesen. Ich bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, aber wir können versuchen das weiterzuspielen. Theoretisch sind wir eigentlich down. Also er ist auf jeden Fall weiten Vorteil. Ihr habt nicht. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ich bin hier. Aber wenn er geäxt hat, könnte ihm das auch ganz schön Probleme bereiten. Gebt uns einen Auftrag. Also wenn er doppelt geäxt hat. Die Schlacht wartet. Ja, das sind verdammt viele. Ja, hat auf jeden Fall geäxt. Unser Denken gleicht sich. Vorwärts. So soll es geschehen. Die Templer rücken ja, vor. Er hat auch so schon größere Arme jetzt. Wir haben. Niemand kann uns aufhalten. Baut mehr Voids. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Er hat eine Echse. Das ist die Frage, was können wir noch tun? Ihr benötigt mehr Vespingas. Können wir es noch Blink erholen, ja, aber sonst. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ich klicke auch immer hier auf die Scheißdinger drauf. Naja, das wir probieren's. Da kommen wir zwar eh nicht durch, aber was soll's. Ihr benötigt mehr Vespingas. Nicht genügend Energie. Das war natürlich blöd, dass ich das hier Krone boostet habe. Ach, egal. Ich habe so viele Fehler schon im Spiel gemacht. Der schlimmste Fehler war einfach, dass ich keinen Stalker hinten gelassen habe. Ich jedes Mal diese scheiß Ami-Sammelbutton drücke. Ist noch eine Exa? Nö. Nee. Das wäre natürlich dämlich gewesen jetzt. Mineralien nicht.
Entaro Tatak. Naja, GG. Da war ich, Orakel. Da haben das Orakel anscheinend wieder ein bisschen stärker gemacht, weil normalerweise wäre eigentlich nicht viel passiert. Oder ich habe einfach mein Schild hier, Schildstation, einfach viel zu spät gebaut. Und so gut war er eigentlich nicht. Naja, gut, da würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Wer es noch nicht abonniert hat, kann es gerne abonnieren. Und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.